Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Let's Play SAMP mit ganz viel Schneiderarbeit, weil ich die ganze Copyright-Musik rausschneiden will. Muss. Ja, uns wird jetzt gleich was gezeigt und ich werde ihn mal böse anschreiben. Ja, toll. Jetzt werde ich ewig lang die Musik rausschneiden dürfen. XD. Aber mach nicht aus. Jetzt ist eh schon zu spät. So. Ja, jetzt kann ich mir noch hier voll geil Musik anhören. Oh, ich hab doch gesagt, mach nicht aus. Dann mach jetzt nicht mehr an. Sonst wird es noch mehr Arbeit. Passiert. Immer noch besser, als wenn ich meine Mutter rausleiten muss. Weil das Problem bei der ist, ne? Da dauert ein paar Sekunden nur. Und dann ist wieder weg, ja. Und diese paar Sekunden muss er erstmal finden. Ja. Und dann passiert das öfter und boah. Ich meine, das hier ist jetzt dazu Glück. Die ist so schon ausdeckt. Die kommt einfach immer in mein Zimmer. Okay. Dann schreibe ich das jetzt mal nicht, weil ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort auf die Frage gewesen wäre, weil ich weiß nicht, ich verstehe die Frage nicht ganz. Die ja so schnell aus. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit der Frage nicht. Irgendwie geht die nicht in mein Hirn rein. Ach, scheiß drauf. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Naja, hier waren gerade ein paar Besen. Und, ja, ja, was sagen wollte, es ist ja auch viel leichter jetzt, als meine Mutter auszuschneiden, einfach aus dem Grund, weil, wenn die jetzt immer ins Zimmer gestürmt kommt und irgendwas sagt, ja, dann habe ich das auf meinem Mikro und da habe ich auch meine Stimme und das heißt, da sind überall diese kleinen Zacken, die sagen, hier wurde was, hier ist Sound drauf, ja. Und, was ist das mit, ja klar. Und bei SMP habe ich das Glück, ich habe den Sound so leise, damit diese ganze Audiospur eigentlich nur eine große lange Linie ist. Also hoffe ich, damit der Radiosound da raussticht, sag ich mal. Weil, ich meine, wenn sonst nirgendwas ist, dann dürfte ich das eigentlich sehen, weil es kommt mir so vor, als wenn das der lauteste SMP-Sound hier wäre. Ich bin schon wieder am Gähnen. Warum bin ich am Gähnen? Das gibt's nicht. Ich bin erst vor ein paar Stunden aufgestanden. Hashtag Schlafrhythmus, Beste. So. Ja, ich denke mir, er fährt zu irgendeinem teuren Autohaus. Um so ein teures Auto zu kaufen. Nein, dein Ernst, Jerry. Jo, mein voller Ernst. Na, na. Oh Gott. Nichts hören will ich. Ja. Ich meine, er hat das Geld, ne? Finde ich auf jeden Fall sich geil, damit so viele, zwei Leute gesagt haben, dass wenn ich sie mehr Geld geben, ja. Finde ich auf jeden Fall sich geil, weil, naja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, YouTuber-Vorteil, ich sag's mal so, ich werde dann das Geld ja auch nur bekommen, um andere Sachen für euch zu machen. Ne? Ich denke mal, das habt ihr schon bei anderen SMP-YouTubern gehört, wenn,
die zugeflammt werden, damit er da einfach ein YouTuber-Vorteil ist. Außerdem, wie viele von DJN wissen, haben YouTuber definitiv nicht immer ein Vorteil. Jetzt zum Beispiel, stellen wir uns mal vor, jemand zieht den Part, wo ich den LKW-Schein einfach so bekommen habe, ja. Und sagt zu dem Admin, ey, der hat einfach so einen LKW-Schein genommen, ne? Dann ist der wieder weg. Wenn ihr jetzt den LKW-Schein einfach so bekommen hättet, ihr glaubt doch nicht echt, dass irgendjemand dahinter kommen würde, oder? Ja? Verstehst du? Alles klar. Da könnte ich jetzt noch ganz viel mehr sagen, aber ich weiß, das hört sich. Boah, ich dachte schon mal, das wäre da. Aber da macht doch irgendjemand lauter Geräusche draußen, ich habe ein Fenster offen. Aber sonst steigere ich mich da wieder rein und dann sage ich irgendwelche Sachen und dann 20 Sekunden später denke ich mir so, nein, das hätte ich nicht sagen sollen, das war irgendwie total scheiße, ja. Ich hätte lieber das sagen sollen, dann sage ich so, ah nee, ich hätte lieber das sagen sollen, ne? Und dann zehn Minuten, oh Gott, vergesst es einfach, ne? Dann 10 Sekunden später fällt mir ein, ach nee, ich hätte doch das sagen sollen. Gut, dann ab zum Auto kaufen. Mal gucken, was ich kaufe. Dieser Mörder. Doch keine Limo, oder? Ich dachte schon. Er hat wenigstens genug Geld, um sich eins auszusuchen. Ja, ist okay. Ich weiß, dass ich wenig Geld hab, XD. Ich weiß. Okay, ich soll ihn beraten. Ich würde sagen, du kaufst irgendwas Cooles und schenkst es mir dann. Hashtag beste Beratung. Gut, ich muss mal gucken, wie lange die Folge noch geht. Okay, wir haben noch Zeit. Alles gut. Hi, 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 hi. Aha, du kannst eher mitfahren. Ja, aber schenken geht ja nicht. Die Welt der Armen ist schrecklich. Ja, da kann einiges, ne? Wie seid ihr Level 2 geworden? Beste Frage der Welt. Ist der Heli noch an? Oh, hi. Jo, der hat alles ihn gebraucht. Gekauft. Jo, viel Spaß. Alter. Und so schnell fühle ich mich noch einmal. Obwohl ich eigentlich tatsächlich viel Geld habe, ja. Ich meine, welcher normale Mensch hat einfach mal knapp 50.000 auf dem Konto. Und so schnell fühle ich mich noch. Mir fällt es so schrecklich.
Ja, gern. Nein, das hört sich zu. Ja, gern, weil ich habe meinen Anzug an und arbeite in einer Bank. Nein, er. Ja. Klar. Wer würde das denn nicht wollen? Meins, 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 meins. Ich kann einsteigen. What the fuck? Jetzt hat. Bam. Boogie Boogie. Ab geht's. Muss ich aufpassen, dass keine Radarwolle kommt. Hui. So, erstmal Reifen aufwärmen. Und dann vor die Linkskurve. Eine sehr scharfe Kurve. Aufpassen, dass man nicht reinfährt. Ist ja gut. Ich weiß, dass ich nicht so ein geiles Auto hab. Dolphin P. So, und jetzt werde ich hier gleich richtig geil nach rechts driften. Und ab geht's. Ja, ich werde jetzt einmal ein bisschen rumfahren, ne? Ein bisschen hier mit Höchstgeschwindigkeit. Alles gut. Ich bin Profi. Weiß man zur Stadthalle. Und dann sind wir mal aus. Okay. Ab geht's. Den Weg dürfte ich eigentlich auswendig können. Hoffe ich. Ja, doch, den kenne ich auswendig. Vorausgesetzt, ich bin jetzt da, wo ich denke, wo ich bin. Und das ist, wenn ich jetzt hier rechts vorne hier so hingehe, dann dürfte da der Pier sein. Oder halt allgemein rechts von uns. Vorne von uns. Ich bin von unten, wenn man auf die Karte guckt. Unten rechts. In SF. Ende. So. So muss es jetzt aber stören. Oh Gott, das gibt es nicht. Ne? Ich bin so unglaublich schlecht in Sachen erklären. Hoffentlich verlegt sich gleich ins Wasser. Dann wär's suboptimal. Dass das Auto nur 152 schafft, wundert mich. Naja, in SMP ist das irgendwie alles nicht so ganz richtig mit den Geschwindigkeiten, kommen wir so vor. Weil das Auto schafft ganz sicher nicht nur 152. In echt. Oh, kein Nitro. Mal gucken, wenn ich Level 3 bin, wie viel Geld ich bekomme. Vielleicht kann ich mir auch ein besseres Auto kaufen. Ist ja schon ziemlich Premium. Fuck, ich bin angedünst. Angedünst, ey. Richtig krass. Oder vererst zum Haus, okay. Nein, ich habe das Auto kaputt gemacht. Nein! Das Leben ist schrecklich. Bus. Und. Ja, bei der Geschwindigkeit war ich schon. Aber so viel langsam ist der Blister doch eigentlich auch nicht, oder? Komm jetzt jedenfalls so auf. Also ich kann mich noch an LOG erinnern und da hat er eigentlich auch so, was unbedingt auch so, okay, nicht ganz, vielleicht so 20, 30 km langsamer. Der ist zu. Der ist zu. Ist zu. Oh, ich muss Licht anmachen. Ah, ne, ist schon an.
Ist geil, in so ein Auto zu fahren. So, kannst du dir gucken, die Folge ist nämlich auch schon bald wieder vorbei. Eigentlich sollte ich jetzt ein bisschen länger gehen, weil nach der Folge werde ich jetzt keine mehr aufnehmen und ich muss das jetzt auch kurz hier zu Ende bringen. Also er hat auf jeden Fall eine viel bessere Beschleunigung als der Blister. Ich glaube, die messen hier die Geschwindigkeit nur auf Energy anders. So, das macht auch nicht jeder. Lol. Da ist kaputt. Er tötet mich. Töte mich. Bitte töte mich. Wie ist so ein verunglücktes Experiment, ja? Auf jeden Fall. Ah, da holt sich gerade ein. Achtung, Ordnungsamt. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich möchte ja nichts sagen, ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube, das Ordnungsamt, das fährt hier nicht mit großen Lautsprechern rum, mit dem so rumschreit, ach du, hier ist das Ordnungsamt, macht die Straße frei. Dann macht die Polizei und die Feuerwehr und der Krankenwagen, aber sonst niemand. Dieser Unrealismus. Ich meine, so ein leuchtendes Blinklicht auf dem Auto, meinetwegen, aber sonst. Pff, unrealistisch. So, ich werde dann doch noch eine Folge aufnehmen, ja. Also wenn ihr wissen wollt, ob ich hier noch einen Unfall bauen werde mit dem Auto, dann schaut nächstes Mal wieder an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschüss.